So, und da sind wir wieder bei The Forest. Okay, was auch immer da abgeht. Sieht so richtig komisch aus dort vorne. So, wir müssen heute dafür sorgen, dass diese Treppe dort fertig wird. Und wenn die fertig ist, denke ich nochmal drüber nach, ob ich das hier nochmal ganz abreiße. Problem ist, naja, das sollte ich vielleicht besser dann machen, wenn ich ganz sicher keine Gegner hier erwarte. Muss mal eben gucken. Ja, ich habe 30 Blaubeeren, also kann ich da nicht noch mehr mitnehmen. Weil würden wir hier Gegner jetzt anlassen, ja, ihr könnt euch denken, was dann passieren würde, weil, ja, so großer Platz. Und ja, in der Zeit wären dann relativ viele Gegner hier drumherum, würden die ganzen Wände attackieren und ja, ich dürfte alles neu bauen. Dabei will ich nur das hier vielleicht neu bauen. Deswegen müssen wir da aufpassen. So, will ich noch was anderes diese Folge unternehmen? Eben bei den Hasen vorbeigucken. Hier müssen wir echt mal Licht reinpacken. Habe ich ja eigentlich schon hier probiert, ne? Kann man gerade sehen. Habe ich aber noch nicht fertig gemacht. Das stört mich jedes Mal, dieses Teil, ne? Aus, als wenn da einer vor dem Fenster lang gerannt wäre. Kann aber gar nicht. Und das sah gerade aus, als wenn da einer angekrochen käme. Dieser Stein. Ich glaube, ich kriege langsam Halluzinationen. Sehe die ganze Zeit hier Leute rumrennen. Ist auch nichts drin, leider. Die Entwickler sollten da echt mal was an diesem Teich da optimieren. Ich meine, da sind Blumen in dem Wasser. Blumen. Die sonst eigentlich hier wachsen würden, wie man hier gerade sieht. Diese Pflanzen dort, die wachsen einfach da im Wasser. Oh, ich habe jemanden schreien gehört. Da oben ist jemand. Höchstwahrscheinlich einer von den nackten Typen. Laut dem Schrei. War eigentlich mehr so ein Stöhnen. Okay. Ich habe so langsam das Gefühl, dass die Entwickler voll Scheiße labern. Mit dem, ja, wenn du den Baum da weghaust, dann bleibt der für immer weg. Ja, sehe ich jetzt nicht so. Also, die Baumstümpfe. Was war das? Der hat gehört. War ein relativ lautes Geräusch. Ne, hier sind einige Bäume wieder dort, die dort nicht sein dürften, wegen den Baumstümpfen, die ich weggeschlagen habe. Wo ich mir jedenfalls ganz sicher bin, dass ich die weggeschlagen habe. Also den da hatte ich doch wohl mit Sicherheit weggemacht. War das nicht sogar, nachdem ich diesen einen Bug hatte, wo ich so betrunken rumgelaufen bin? Also den hatte ich jedenfalls, nachdem ich da einen Baum weggeschlagen habe.
Ja gut, machen wir weiter. Ich wüsste jetzt nur zu gern, was das eben für ein Geräusch war. Was da eben so richtig weggerannt ist oder was auch immer das war. Hätte auch irgendwas sein können, was eine Treppe runtergefallen ist, aber das habe ich jetzt nicht gesehen. Glaube ich auch eher weniger. Weil auf die Treppen hier drin kommt ja eigentlich keiner. Und da fällt auch erst recht nichts runter. Ey, jetzt höre ich das wieder. Na? Jetzt höre ich das wieder, wenn ich da was rein tue. Aber irgendwann kommt wieder der Bug, dass man das nicht mehr hören kann. Also ist wirklich ein Bug. Das ist nicht gewollt von den Entwicklern. Aber der Baum, den habe ich, glaube ich, weggemacht. Weil der steht sowieso schon so nah. Ich habe gerade jemanden da vor der Haustür gehört. Das ist jedenfalls ein Baum, der immer wegbleiben muss. Die anderen können alle gerne stehen bleiben. Und mein Handy leuchtet schon wieder. Das heißt, mir hat jemand was geschrieben. Aber das war auch wieder nichts Wichtiges. Jedenfalls nichts, was sich mit YouTube auseinandersetzt. Dabei lese ich doch immer gerne, was, wenn da jemand was in die Kommentare geschrieben hat. Und warum spreche ich was jetzt so richtig komisch aus? Was? Könnte man auch zu einem Insider machen. Was? Obwohl, mir kommt das irgendwoher bekannt vor. Ich meine, ich hätte das schon mal genau so gehört. So, mir wurde gesagt, hier gäbe es. Also, der Baum, der mich die ganze Zeit betrügt, sei ein toter Baum und deswegen. Also, ich glaube, der hier, weil der hat auch keine Blätter an sich. Deswegen kriege ich da auch weniger Holz raus. Normalerweise war das eigentlich scheißegal, wie der Baum aussah. Du kriegst immer mindestens 4 raus. Eigentlich. Und das war auch mal mit den Bäumen so, das weiß ich. Werden wir jetzt austesten. Ja, 2. Obwohl ich halt glaube, dass er irgendwie immer 2 in die Luft katapultiert. Jedes Mal glaube ich das. Ich will es einfach nicht glauben, dass das irgendwie wegen einem alten Baum ist. Weil der schwebt sowieso schon so komisch. Und das hatten wir auch schon öfters, dass einfach nur Baumstämme in die Luft katapultiert werden und du kriegst halt mehr als die Hälfte davon gar nicht. Und der fällt jetzt einfach nur runter. Oder in sich zusammen. Was recht günstig für mich ist. Das macht es mir nämlich einfacher. Dann muss ich demnächst noch mal. Ich glaube, ich habe einen gehört. Demnächst nochmal da draußen gucken. Dass ich da die Bäume wegkriege, die gefährlich werden könnten. Ich will mir ja eigentlich am besten jetzt so ein paar Bomben holen. Dann kann ich nämlich, wenn ich das hier fertig habe, einfach hier einmal ganz rumgehen, alle Bäume zum Fall bringen.
kann dann alles aufheben und die ganzen Baumstümpfe zerstören. Hier in der Ecke hat ja auch schon so ein bisschen was von einem Wald. In einem Wald. Nee, was ich damit meine, ist halt diese Stämme, die hier nach unten ragen. Ist schon mehr so Regenwald. Liegt aber auch daran, dass es regnet. Ja, und die Typen sind direkt hier vor. Ich hab's dir doch gehört. Ja, heul hier halt rum. Warum auch immer der mich hier durchsehen kann. Oder der ist einfach nur wütend wegen der Wand. Ja, scheinbar scheint er wegen der Wand wütend zu sein. Wenn er auf mich wütend wäre, dann würde er das hier machen. Hallo. Ah, ich merke mich immer noch nicht. Nee, ich glaube, der wird mich dann schon anschreien. Kumpel. Keine Ahnung, was der da macht. Lassen wir den da mal rumstehen. Solange der nichts tut, ist ja egal. Ja, du hast dreckige Hände, das weiß ich, weil ich dir das eben schon längst gegeben habe. Und du guckst sie dir jetzt erst an. Boah, das erinnert mich irgendwie, jetzt sind da auch noch die Skinnies. Nee, das erinnert mich an Schule heute. Berufsschule. Ich bin irgendwie am Freitags. Also Freitags bin ich immer so richtig. Ey, was ist hier los? Wo bin ich? Also so wirklich, ich weiß gar nicht, was los ist. Na? Ich tue dann so richtig auf Stoned und so. Obwohl ich dort gar nicht bin. Aber ich weiß halt einfach gar nicht, was los ist. Wenn ich da was gefragt werde, ich sag einfach irgendeine Scheiße. Nur, dass man mich in Ruhe lässt. Ich hatte heute einfach so richtig Blackout. Ach, kommst du hier hochgeklettert, Digga? Wenn du One-on-One willst. Wie auch immer der andere Typ hier reingekommen ist. Dann hol's dir. War ein roter. So, den habe ich. Also dem habe ich One-Hit gegeben. Explosionsschlag. Patentiert bei Megaterrorist. Und der kriegt auch. Den interessiert das halt mal so gar nicht. Machen wir mal mit einer Axt. Ich will aber eigentlich weniger. Ey, lass die Kaninchen in Ruhe. Ich will weniger hier direkt an der Mauer kämpfen, weil die Gegner könnten dann hinterherkommen. Wenn ich es schaffe, hinter dem zu crouchen und dann zu schlagen, dann habe ich ihn besiegt. Ja. Ja, ich habe blutige Hände. Ich muss außen halt echt sichern. Ich glaube, da mache ich diese Session mal. Die können mir halt so gar nichts hier.
ich glaube, ich sollte hier echt absichern. Außen. Sind da noch welche? Das muss abgesichert werden, das sehe ich hier schon. Defensive Spikes. Meine guten Freunde, die Defensive Spikes. Immer schön defensive sein. Freunde. Dafür sind die Defensive Spikes halt da. Um defensive zu sein. Bist auch du ein Defensive Spike, dann sag jetzt, dass du einer bist, weil ja, sonst wüsste ich es halt ja gar nicht, ne? Das macht Sinn. Die anderen beiden, die müssen weggerannt sein. Oder die stehen halt noch vor der Mauer und wissen gar nicht, was abgeht. Der Baum macht komische Geräusche. Kann sein, dass hier oben einer drin ist. Ey, wisst ja, was immer passiert, wenn ich außerhalb der Mauern arbeite. Denn im Durchschnitt kommen öfters Gegner, also Mutanten, größer, wenn ich draußen arbeite. Außerhalb der Mauern. Das ist irgendwie mir aufgefallen. So, da könnte noch einer hoch. Ich mache das, glaube ich, eh bald einmal ganz rum, der Teil. Aber für jetzt ist es erstmal wichtig, dass wir das hier an den Plattformen dran haben. Und das Gute ist, ich komme dann ja auch um die Base rum und kann die anderen Bäume wegmachen. Die dann noch dazu führen könnten, dass da irgendwer rüberkommt. Der Baum dort vorne zum Beispiel. Sieht aus, als könnte man da rüber. Ach ne, der ist weiter weg. Die sind da wirklich diesen Stein da hoch. Oder halt durch den Stein durch wahrscheinlich eher. Den Stein hoch können die eigentlich nicht klettern. Den nutzen die höchstens als Absprung. Aber jetzt noch nicht mal den, weil der ist zu groß. So, wäre gut, wenn wir ein paar Gegner auch noch kriegen. Für die Rüstung halt. Das sieht bestimmt am Ende richtig cool aus. Ich sollte aber für demnächst echt mal üben, dass ich das nicht so durch die Mauer halt durchkriege. Verarsche schon wieder. Diese blöden Bärenbüsche, die einen immer noch verarschen. Also ich sollte wirklich mit den Plattformen üben, dass die nicht immer durch die Mauer durchragen. Dann habe ich auch keine Probleme mehr mit Gegnern, die in meine Festung reinkommen. Also nur noch durch Bugs soll das geschehen. Oder am besten sogar gar nicht. Immer diese Atmung, dass hier einer rennt, aber das muss dann mein Charakter sein. Ich denke dann aber, sind die Gegner. Wenn man die halt öfters beim Rennen atmen hört. Naja. Gut, ich würde dann mal sagen, das wäre es für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.